Am Freitag können einige Publikationen die Märkte erschüttern, also schauen wir genauer hin. Die deutsche Handelsbilanz für Oktober erscheint um 7 Uhr. Im September hat der Handelsüberschuss zugenommen, da die Exporte weniger als die Importe fielen. Zwei Mitteilungen über die britische Wirtschaft im Oktober werden um 9:30 vorliegen, einschließlich der Industrieproduktionsdaten. Die Produktion wächst seit 3 Monaten stärker als erwartet. Das Handelsdefizit verringerte sich im September, weil die rückläufigen Exporte in Nicht-EU-Länder durch die zunehmenden Exporte in die EU-Länder überkompensiert wurden. Gleichzeitig wird ein vierteljährliches BOE-Bericht über die erwartete Verbraucherinflation veröffentlicht. Im September blieb die erwartete jährliche Inflationsrate bei den 2,8% wie im Vorquartal. Als nächstes erscheint um 13 Uhr die britische BIP-Schätzung für November. Im Oktoberbericht wurde eine leichte Beschleunigung verzeichnet gegenüber den 0,4% im Laufe von 3 Monaten zuvor. Kanadische Wohnungsbaudaten für November werden um 13.15 Uhr zur Verfügung stehen. Die Zahl der Baubeginne hat sich im Oktober wenig verändert und bleibt in der Nähe des gleitenden 6-Monats-Durchschnitts. Der genau beobachtete US-Beschäftigungsbericht für November folgt um 13.30 Uhr. Der Oktoberbericht stellte eine starke Zunahme von Arbeitsstellen fest, die jedoch unter den Erwartungen hinkte. Und das Lohnwachstum fiel auch enttäuschend aus. Die Vorabschätzung des Verbrauchervertrauens durch die University of Michigan für Dezember wird um 15 Uhr vorliegen. Im November brach der Index angesichts der Inflationssorgen plötzlich ein. Und die chinesischen VPI sowie PPI für November schließen um 1.30 Uhr. Die jährliche Verbraucherpreisinflation zog im Oktober an, während die Erzeugerpreise im gleichen Tempo wie im Vormonat stiegen. Ich bin Kais Khalil und dies war der Wirtschaftskalender für Freitag, den 8. Dezember. Die nächste Übersicht wird Pressemitteilungen für Montag umfassen.